Was wir Deutschen ja besonders gut können, ist Dinge bewerten. Das Restaurant war scheiße, in der U-Bahn hat's gezogen, im ganze Taj Mahal war komplett aus Marmor. Und dafür gibt's dann Internetseiten und da lassen wir uns aus, wenn wir irgendwo gewesen sind, wenn es uns nicht gefallen hat. Ja? Und beschreiben damit die Situation. Jetzt haben wir uns gedacht, all diese Sehenswürdigkeiten, die dann immer ein Ranking bekommen auf den Suchmaschinen, kann man diese Sehenswürdigkeiten nur anhand des Rankings erkennen? Ja, kann man. Frage ist aber, könnt ihr das auch? Wir suchen deutsche und internationale Sehenswürdigkeiten. Die Bewertungen, und das ist wichtig, die sind echt. Wir haben nichts daran gefaked, die sind genau so im Internet. Wir haben nur aus Datenschutzgründen die Namen der Personen geändert, die da stehen, weil sonst wäre es ein bisschen unsauber. Wenn ihr eine Sehenswürdigkeit erkennt, buzzert ihr. Wenn ihr sie richtig erkannt habt und sagt, dann bekommt ihr einen Punkt. Wenn falsch, seid ihr, öfter, du kennst es schon, vom Prozedere her genau gleich, gesperrt für das eine Sehenswürdigkeitchen, was wir da suchen. Also, soweit so klar? Dann fangen wir an mit der ersten Sehenswürdigkeit. Der Büffmaster war da und ist mit dem Fahrrad hingefallen. Oi. Deswegen nur ein Stern. Na klar. Nächste. Man darf gar nicht aufs Dach. Nächste. Sieht im TV alles viel größer aus. Bisschen wie Legoland. Also, ich mag es sehr modern. Die Ruine gefällt mir nicht. Oder der hier. Der Arc de Triomphe ist größer. Tja, es befindet sich leider nicht in Brandenburg. Bin enttäuscht. Es befindet sich... Das Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor. Wir gucken mal. Einen Hinweis haben wir noch. Vielleicht ist das die richtige Richtung. War jetzt zum zweiten Mal dort. Beeindruckt mich einfach nicht. Mag wohl daran liegen, dass ich die Stadt Berlin im Allgemeinen nicht mag. Einfach hässlich und dreckig. Was ja im Prinzip nicht Das Brandenburger Tor ist richtig, Efter. Wow. Ein Punkt, Efter. Natürlich. Das ist das Brandenburger Tor. Wir haben eine weitere Sehenswürdigkeit mit weiteren Tipps. Ihr müsst sie anhand der Tipps erraten. Weil es da muffig riecht, nur ein Stern. Es ist nicht bei mir zu Hause. Wobei, ich habe kein Netz, könnte auch bei mir zu Hause sein. Nächstes. Lieber Gott im Himmel, wir danken dir für gar nichts. Simpsons, das hat der, haben für alles selber Homer, bezahlt. Wie heißt der Sohn von Simpsons? Homer Simpsons? Bart Simpson? Bart hat das gesagt am Tisch, da hat er gebetet. Im Kontext mit einem Landmark. Jetzt, wo ich gesagt habe, beten. Um Gott, Kölner Dom. Wir gucken die restlichen Hinweise. Als Gladbacher sage ich jetzt lieber nichts. Ja. Krass. Ja, leider habe ich erst vor Ort erfahren, dass Jesus nicht da ist. Da hätte ich mir die 300 Kilometer Anfahrt auch sparen können. Hasi. Sehr kalt innerhalb des Gebäudes, als Arbeitsplatz sehr unangenehm, interessant für Selfies, Kirchenpersonal sehr schlecht. Oder aber auch noch gut. Tolles Bauwerk, echt Hammer, aber alles drumherum furchtbar, nichts Grünes. Sieht aus wie durch eine Betonplatte geschossen. City von der Stange im Baustil der 70er. Bahnhof optisch eine Katastrophe. Es wird dem Dom nicht gerecht. Teddy, es ist der Kölner Dom. Ein Punkt für dich. Okay. Weiter schmeine. Okay. 632 Jahre haben die an dem Ding gebaut und bauen immer noch dran. Mm. 632 Jahre. Verrückt. Gut. Nächstes. Sehr gut. Ist das hier. Wir suchen diese Sehenswürdigkeit. Mit diesen Tipps versuchen wir sie zu entlarven. Enttäuschung. Meine Kinder haben geweint, da ich ihnen eine Sensation zu ihrem 12. Geburtstag, in Klammern, sie sind Zwillinge, versprochen habe. Der Matze. Stinger the Pino schreibt... Ich muss ehrlich sagen, dass es eine Frechheit ist, auszuschildern, dass es um 9 Uhr geöffnet wäre und die Tore erst um 9.36 Uhr aufmachen. Nächster Tipp ist dieser. Heribert, der Turm ist leider sehr, sehr klein und ähnelt eher einem Zahnstocher als einem imposanten Hochhaus. Der nächste Hinweis. Tagsüber kann Staub und Sand in der Luft die Aussicht sehr beeinträchtigen. Die Fenster sind so schmutzig, dass man nicht mal Fotos machen kann. Kein einziges Bild ohne sichtbare Schmutzflecken. Bastian. Könnte das die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche auf dem Townziehen Kudamm sein, also hier in Berlin? Das ist eine sehr spannende Herleitung. Wenn du das sagst, bin ich relativ sicher, dass das falsch ist.
Und die Frage hast du richtig beantwortet. Schön, ja. Nämlich mit, dass es falsch ist. Leider nein. Damit bist du raus. Die anderen drei haben noch eine Chance. Wir machen weiter mit den Tipps. Was Sie sehen können, Gebäude, Sand, Gebäude, Sand. Ja. Oh Gott. Burj Khalifa. Burj Khalifa. Verrate ich mich, wenn ich sage, wollen wir uns noch die restlichen Hinweise anschauen? Weißt du dann schon, ob das richtig oder falsch ist? Ich stecke seit über 4 Stunden im 424. Stock fest. Bitte helfen Sie mir hier raus. Hat der Pavel da damals reingepostet. Gibt keine Schweinenacken auf der Karte. Und das in einem Haus, was 830 Meter hoch ist. Und ein Haus, das 830 Meter hoch ist, gibt es nur einmal auf der Welt. Und das ist der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Shirin, du warst ja schon mal. Warst du da schon mal? Ja. Hier geht es weiter mit Top-Hinweisen zu einer Top-Location. Grauenhaft, extrem laut, von mehreren Seiten unterschiedliche Musik, am Nachmittag schon lauter Besoffene, das soll Urlaub und Erholung sein. Könnte auch für ganz Berlin gelten, ist es aber nicht. Zu heiß, zu voll, alles klebt und der Wodka-Lemon schmeckt so, als hätte man statt Wodka Super Plus genommen. Finde ich sehr gut. Werde vom Kellner angeschrien, dass wir was kaufen müssen, obwohl wir 1 Liter Wodka plus 2 Bier hatten. Toller Typ. Nächster. Ist der hier. Totaler Mistladen für Menschen, die im normalen Alltag nicht klarkommen und hier das Schwein ausleben wollen. Der Verfall einer Gesellschaft, die nur noch mit Tinder und Alkohol klarkommt, wird hier am besten dokumentiert. Nie wieder. Was ist das denn? Oh oh. Hi. Und zwar gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das auf Mallorca der Bierkönig ist. Oh, wow. Wir gucken mal die restlichen Hinweise und damit solltest du schon ein Gefühl haben, wo diese Antwort hindriftet. Mhm. Bier gibt's zwar, aber königlich ist hier gar nichts. Der Club wird seinem Namen nicht gerecht. Und sehr assi, dann doch lieber Megapark. Und es ist der Bierkönig, Bastian. Das ist der einzige Ort, wo ich schon war von denen. Wirklich? Nein. Nein. wer hat schon mal Ballermann-Urlaub gemacht? Ehrlich? Nie? Nee. Habt ihr nie? Wir sind die Einzigen, die Ballermann-Urlaub gemacht haben? Ich war da, aber ich habe da aber jetzt du hast dann auf einem Mallorca-Urlaub, seid ihr mal nach Arenal? Ja, einmal. Shirin, Teddy, noch nie auf Ballermann? Fall. Das ist auch nicht mein Film. Ich habe da gedreht, als Antoine war dort mittags. Mhm. Ah, dann warst du nicht da. Antoine war da. Weißt du, was ich meine? Aber wir haben nur gedreht, 2 Stunden sind wieder weg. Das ist auch nicht mein Film. Stehen nicht da drauf, nee. Wir beenden damit Haters Gonna Raid.